Guten Morgen und herzlich willkommen. Es ist Montag, der 18. Januar. Ich begrüße euch in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. Und in der vergangenen Woche gab es die von uns erwartete Korrektur im Aufwärtstrend. Wir hatten ja da mehrere Anzeichen, dass das im S&P passieren könnte. Und gerade zum Freitag hin hat der Markt dann nochmal deutlich reagiert und hat auch diese ABC-Formation, die wir ja als Muster die ganze Woche verfolgt hatten, nämlich dieses Muster hier, komplettiert bzw. nahezu komplettiert und damit auch die Chance geschaffen, hier möglicherweise dann seinen größeren übergeordneten Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Jetzt ist es heute für den heutigen Tag so, wir haben in den USA einen Feiertag, das heißt, hier hat jetzt im Moment noch die Nachtsitzung auf, es gibt ein bisschen Bewegung noch. Tendenziell neigen solche Tage dazu, dass sie bewegungsarm sind und ja, dass die europäischen Märkte die Abwesenheit des US-Marktes nutzen, ein bisschen in die Gegenreaktion nach oben zu gehen. Deswegen erwarten wir eigentlich heute dann auch in Europa eher mal eine kleine Gegenbewegung auf die Abverkäufe vom Vortag. Und spannend wird es dann hier, wie es eigentlich aus dieser Formation hier weitergeht, denn schauen wir es uns mal gerade im großen Bild an. Wir haben einen wunderbaren Aufwärtstrend im S&P, der derzeit auch noch vollkommen intakt und stabil ist. Malen wir es hier uns ein. Ja, steigende Hochs, steigende Tiefs. Also dieses Pattern, dieses Muster ist intakt. Und das würden wir hier auch auf dieser kleineren Ebene auch sehen. Und wir hatten immer davon gesprochen, dass ein Rückgang auf dieses Ausbruchsunterstützungslevel, das sozusagen in eine typische Korrektur im Aufwärtstrend wäre. Und danach geht es dann eben zu entscheiden, geht es jetzt hier sozusagen so mit dieser Aufwärtsbewegung weiter oder sehen wir hier eine größere Abwärtskorrektur. Und dafür wird es entscheidend sein, wenn wir jetzt zurückgehen auf die kleinen Minuten, 60-Minuten-Chart, wird es eigentlich entscheidend sein, wie werden sich jetzt hier die Hochs und Tiefs weiterentwickelt. Wir haben jetzt hier diese Hochs und Tiefs hier. Auch wenn es unterschiedliche sind, würden wir hier eben nur aufgrund dieser Choppiness, dieses Hin und Her des Marktes, nur das hier sozusagen in die Kalkulation einziehen. Und deswegen hatten wir eben, wie gesagt, dieses ABC-Muster hier. So, und wir sehen jetzt hier eine Bewegung, die bereits vollständig sein kann, aber auch undramatisch ist, wenn wir hier noch eine Fortsetzung hier bis auf diese Unterstützung sehen würden. Das ist liegt im Bereich des Zufälligen. Was interessant sein wird, ist, wenn wir dieses Muster komplettiert haben im Aufwärtstrend, sollte, wie gesagt, die Bewegung hier sich so weiter fortsetzen. Und das ist erstmal sozusagen das wahrscheinliche Szenario. Das heißt, wir werden auch hier in dieser Gegend erstmal Richtung Kauf denken und Richtung übergeordneten Trend denken, weil, wie gesagt, das Typische ist, der Markt bewegt sich von diesen Unterstützungsleveln dann auch nach oben. Alles andere wäre ein ziemliches Zeichen der Schwäche. Und kann dann eben auch, wenn du siehst, dass etwas nicht passiert, wie es passieren sollte, kann dann eben auch direkt als Signal wieder genutzt werden. Aber wie gesagt, gehe erstmal von den Wahrscheinlichen aus. Und im Minimum sehen wir zumindest mal hier nochmal so eine kleine Gegenbewegung hier an dieses Ausbruchslevel hier, was ich hier in grün reinmale. So, und das sehen wir eben schon. Wir haben hier, selbst wenn es sich nicht um einen neuen Aufwärtstrend handelt, häufig diese Gegenbewegung, deswegen ist es hier eine gute Möglichkeit zu kaufen. Und jetzt kommt es eben darauf an, sollte diese grüne Bewegung dann aber nicht zu neuen Tops führen, sondern nach einer signifikanten Gegenbewegung, die preislich und zeitlich zumindest so einzuordnen ist wie diese grüne Bewegung hier, also wie diese, dann können wir davon sprechen, dass wir einen Abwärtstrend auf Stundenchart etabliert haben und das würde dann auch eine nächstgrößere Korrektur nach sich ziehen. Nächstgrößere Korrektur heißt, wir werden zumindest mal die letzte Aufwärtsbewegung korrigieren, das heißt hier unten hingehen, 3650 und das können wir uns jetzt hier nochmal angucken, auf dem Daily Chart auch, können wir uns hier, wir sehen 3650 ist massive Unterstützung und vielleicht, wenn es noch ein bisschen härter kommt, hier auf diese Tops, in diesem Bereich hier 3600. Das wären dann sozusagen erstmal ganz typische Korrekturziele im Aufwärtstrend. Und wenn wir diesen Aufwärtstrend uns dann eben anschauen, auch weiterhin erstmal noch wiederum Kaufchancen. Allerdings hat sich dann qualitativ die Bewegung schon, wie gesagt, auf Stundenchart im Abwärtstrend gemacht. Auf dem Daily Chart ist sie, solange wir kein doppeltes ATR-Signal bekommen oder solange wir hier keine Sequenz nach unten machen, bleibt sie aufwärts. Deswegen sollte man dann immer, wenn die Ziele nach unten erreicht werden, erstmal, wenn man Short ist, diese Shorts glattstellen bzw. an diesen Punkten sogar wieder Richtung Long denken. Ich male uns jetzt aber nochmal
kurz diesen 60-Minuten-Chart auf, so wie ich es gerade gemacht habe. Und zwar hatten wir ja in grün hatten wir ein folgendes Szenario hier gemacht. Das wäre sozusagen der Abwärtstrend. Hier nochmal Rücklauf an diesen Ausbruch. Wir hatten in rot, ich bleibe jetzt mal bei den Farben hier, hatten in rot eben ausgemalt nur klassische ABC und dann hier vielleicht diese Aufwärtsbewegung, Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Und jetzt male ich euch noch in der dritten Farbe etwas an und jetzt werdet ihr sagen, ja, jetzt ist ja alles möglich, sozusagen, dass wir hier unmittelbar gehen, also gar keine signifikante Bewegung sehen und auch eben hier am Abwärts gehen. Das ist das, was ich als Trader sage, ich denke in Szenarien, weil es ist einfach total unseriös zu sagen, das Ganze muss so oder so gehen, sondern man hat Szenarien. Und jetzt sehen wir eigentlich Folgendes. Dieses unmittelbar Abwärtsszenario ist im Moment am unwahrscheinlichsten und ich ordne dem Ganzen vielleicht so eine Wahrscheinlichkeit, das ist jetzt subjektiv, das gebe ich zu, von 20-25% ein. Das heißt, diese unmittelbare Bewegung. Das heißt, für diese anderen beiden Szenarien, für diese Gegenbewegung, bleiben ungefähr 75% übrig, die ich dann sozusagen nochmal aufteilen kann, wobei ich dann eben 25% nochmal einordnen würde für dieses grüne Szenario. Ja, das heißt, das dann hier auch in dieser größeren Abwärtsbewegung und 50% für das rote Szenario. Ich will euch einfach ein bisschen zeigen, wie ich beim Traden denke. So, wir haben jetzt also hier die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten. Und wenn ich jetzt diese Wahrscheinlichkeiten, die ich jetzt in diesem Fall tatsächlich nicht objektiv ermitteln kann, sondern wo ich subjektiv von ausgehen muss, weil ich eben verschiedene Szenarien unterschiedlich gewichte und diese Wahrscheinlichkeiten sich natürlich auch in meinem Trading im Laufe des Tages mit den zusätzlichen Informationen immer wieder anpassen, aber die ich morgens in meiner Analyse eben erstmal so annehme, dann sage ich, okay, wir haben hier, das mache ich jetzt mit der nächsten Farbe, damit wir hier ein schönes buntes Bild bekommen. Wir haben hier in diesem Bereich, haben wir hier bei Lila eigentlich ja, 75% Wahrscheinlichkeit, also deutlich über 50, dass wir hier zumindest einen Rebound in dem Bereich sehen. Das kann ich jetzt umsetzen, indem ich entweder hier kaufe oder aber zumindest die Short glatt stelle und wenn ich Short bin, hier oben wieder aufbauen möchte. Also so nutze ich das Ganze. Ich gehe also von einer erhöhten Pullback-Wahrscheinlichkeit aus. Wie komme ich auf die Wahrscheinlichkeiten? Ich sage, es ist USA-Feiertag. Wir haben immer noch einen Aufwärtstrend. Und wieso nehme ich überhaupt an, dass wir dieses eine Abwärtsszenario hier haben? Weil ich eben auch das 2-Sigma-Signal auf dem Wix habe und das nicht ganz vom Tisch ist. Und das macht hier dieses grüne Szenario eben auch nochmal möglich. Ich werde jetzt also, wie gesagt, heute für den heutigen Tag eher mal diesen kleinen Bounce-Back erwarten oder eine Bodenbildung in diesem Bereich um die 3700, 3740, wie gesagt, hier ein kleiner Haken noch nach unten dran, das wäre unschädlich und dann eben diese Bewegung. Dann, wie gesagt, ist es ganz wichtig zu verstehen, das, was ich jetzt heute Morgen hier um 9.11 Uhr vorstelle, das kann natürlich um 12 Uhr anders sein und das heißt jetzt nicht, dass das dann vollkommen beliebig ist, sondern als Trader sind wir ja in der Möglichkeit, dass wir Informationen, die wir im Laufe des Tages bekommen vom Markt, das sind Preisinformationen, also wie verhält sich der Preis, aber auch Nachrichteninformationen, welche Nachrichten stimmen dran, permanent verarbeiten können. Und unser Job ist es dann eben auch immer wieder neue Gewichtung von den Wahrscheinlichkeiten. Trotzdem ist es wichtig, sich morgens sozusagen einen Gameplan zu machen, also einen Plan zu machen, wie man vorgeht. Und dieser sieht eben aus, okay, wir haben hier unten einen Unterstützungsbereich, so könnten wir es auch ganz einfach formulieren. Ja, von diesem erwarten wir einen Pullback bis an diesen Bereich, das ist hier die Zielzone. Und hier an dem Bereich, da müssen wir neu überlegen, ob wir sagen, Mensch, das Ganze geht hier in den Aufwärtstrend nach oben oder aber eben nächster Angriff auf diese Tiefs. Das werde ich dann zu dem Zeitpunkt machen. Im Moment würde ich sagen, ja, wir haben eine Menge Nachrichten raus und wir haben gerade eigentlich die Tendenz, dass sich nicht die Nachrichten noch verbessern, weil, wie gesagt, Hilfspaket, etc. ist ganz raus. Das heißt, ich erwarte im Moment nicht mehr als diesen kleinen Pullback und dann eine Fortsetzung dieser Bewegung. Habe aber natürlich auch die Information, noch sind wir im Aufwärtstrend und deswegen darf ich das nicht vergessen, dass wir auch mehr als nur einen Pullback sehen können, nämlich eine weitere Fortsetzung dieses Aufwärtstrends. So. Das war heute mal ein bisschen ausführlicher, weil wir nicht so viele Informationen zu dem Markt selber haben. Da habe ich euch mal ein bisschen gesagt, wie wir vorgehen, wie ich denke.
Jetzt kommen wir zum DAX. Im DAX haben wir eine Situation, die ist ähnlich wie im S&P. Wir haben nämlich tatsächlich hier diese erste Abwärtsbewegung, klassische B-Gegenbewegung. Das war genau das Szenario, wie wir es ja letzte Woche besprochen und bearbeitet haben. So, und idealerweise, wenn wir schon so tief hier eingedrungen sind in diesem Bereich, werden wir wahrscheinlich auch noch hier versuchen, irgendwo die Stops zu holen. Aber dann ist hier unten erstmal auch dieses ABC-Pattern fertig. Und dann gilt das Gleiche wie in den USA. Dann ist im Prinzip erstmal eine Chance, hier eine Rücklaufmöglichkeit, und dass wir direkt in einem nach unten laufen, ist das Unwahrscheinliche. Wir haben allerdings, und das wird dann heute und morgen sicherlich spannend werden, wieder erneutes Treffen der Ministerpräsidenten. Wir haben Zahlen zum Infektionsgeschehen und wir haben natürlich mittlerweile Diskussionen, ja, wie sieht es denn aus hier mit der britischen Mutationsvariante, der südafrikanischen Mutationsvariante, weil definitiv ansteckender. Wie kann man darauf reagieren? Mit welchen Maßnahmen sollte man darauf reagieren? So, und da kann es natürlich passieren, dass hier Entscheidungen getroffen werden, die nicht zugunsten der Wirtschaft sind, sondern zu Ungunsten. Zugunsten der Wirtschaft sind, dass man kleine, in Anführungsstrichen kleine, weil es natürlich die Existenzen von vielen Menschen hart trifft, aber kleine Einschränkungen macht und riesengroße Hilfspakete verteilt. Das ist ja das Szenario, was die Börse bis jetzt immer so abgefeiert hat. Ja, nach dem Motto, ja okay, es gibt Einschränkungen, aber es gibt ja auch dicke, dicke Hilfspakete. Das Katastrophenszenario, das ist sozusagen, dass man hingeht und sagt, nee, wir machen mal richtig einen mega harten Lockdown und machen mal alles zu. Und damit würden wir ja Produktionsketten auch unterbrechen. Da würden wir alle Betriebe, die nicht lebenswichtig sind, lahmlegen. Das wäre ein massiver Einschnitt, von dem sich die Wirtschaft auch nicht so, dir nichts erholen wird und den man auch nicht so einfach mal abfängt, indem man in der Zeit dann etwas größere Hilfspakete gibt. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, für gering, weil ich glaube, dass das derzeit politisch nicht durchsetzbar ist und wenn man sich auch so die Stimmen anguckt, nicht macht. Das heißt, man wird hier weitermachen mit dieser Salamitaktik. Die Salamitaktik ist ein Elend auf Raten für alle die, die nicht an der Börse sind, sage ich auch mal ganz klar dazu. Für die Börse aber nicht so ein dramatisches Szenario, weil die kann sich darauf verlassen, dass sie am Tropf der EZB und des Staates genug Geld bekommt. Und dieses weitere Geld, wie gesagt, kommt in die Hände, die sowieso schon Geld haben häufig und treibt dann eben die Börsen noch ein bisschen weiter nach oben. Das müssen wir eben auch ganz klar so sagen. Ne? Denn am meisten profitieren letztendlich von diesen Notenbankprogrammen nicht eben der kleine Mann um die Ecke, auch nicht der Mittelstand. Der hat es einfach schwierig, sich ein Sparvermögen fürs Alter aufzubauen, sondern natürlich diejenigen, die hier ein großes Rad drehen, mit großen Schulden, großes Risiko in ihren Firmen fahren, ja, und jetzt natürlich dann in den Genuss von billigem Geld kommen. Und dieses billige Geld, wenn es nicht in die Produktion geht, wo es häufig nicht landet, landet dann eben dann häufig in einer Asset Price Inflation. Ich habe dazu schon viele Kommentare und Videos gemacht, warum die Börsen so hoch gehen, warum wir diese Asset Price Inflation haben, ja, werde da heute nicht mehr viel zu sagen. Aber Fakt ist, DAX ist eben immer noch im Aufwärtstrend. Das müssen wir ganz klar feststellen, wenn wir uns hier den Daily Chart anschauen. Und dieser Rücksetzer jetzt hier an die Ausbruchslevel, der kann auch noch ein bisschen tiefer gehen, auch an diese hier, wäre ein normaler Rücksetzer im Aufwärtstrend. Das heißt, auch das, muss man jetzt nicht gleich Alarm schlagen. Alarm schlagen müssen wir erst, wenn die Trends sich drehen. Und dafür fehlt es derzeit noch hier an schlagkräftigen Signalen. Also wir haben weder eine Abwärtssequenz auf Stundenchart noch eine Abwärtssequenz auf Dailychart. Wir haben weder ATR-Tage nach unten. Ja, und so haben wir einfach nichts anderes als eine normale Korrektur derzeit im Aufwärtstrend. Nochmal, das kann morgen, übermorgen wieder anders aussehen, aber für heute ist das erstmal die Einstellung, mit der wir in den Markt hineingehen. Ja, so, okay. Kommen wir zum nächsten Markt, das ist der Bund Future. Wir haben beim Bund Future eine Korrektur über die letzten Tage gesehen und der Bund Future hat ein etwas anderes Bild als der amerikanische Bond, der T-Bond. Der T-Bond ist im klaren Abwärtstrend, während der Bund Future zwar auf Stundenchart eine Abwärtsbewegung gemacht hat, aber auf Daily Chart hier eigentlich nur eine kleine ABC nach unten auf dieses Top hier gemacht hat und immer noch die Chance hat,
das Ziel aus dieser Dreiecksformation hier oben nämlich zu erreichen. Das heißt, hier sozusagen nochmal hinzulaufen, wobei wir das eben nur als einen sogenannten finalen Push ansehen. Dieses Szenario bleibt so lange intakt, solange wir über diesem Low sind. Denn mit einem neuen Low dreht die SQ auf Day abwärts und dann erwarten wir eine relativ schnelle Bewegung am Zinsmarkt, weil dort fast alle in die gleiche Richtung, nämlich aufwärts positioniert sind. Aber noch, wie gesagt, unterstützt durch die ganzen Notenbankprogramme und etc. Gehen wir davon aus, ja, der Trend ist aufwärts, die Bewegung ist aufwärts, wir haben eine ABC hinter uns, eine gute Chance, dass der Markt hier oben das Level erreichen kann. Ja, und wie sieht es aus mit dem Euro? Hat jetzt ein bisschen geschwächelt in den letzten Tagen, haben wir aber auch so erwartet und war für uns jetzt nicht die Überraschung. Wir hatten immer wieder betont, ein Rücksetzer auf dieses Ausbruchslevel stellt eine gute Kaufgelegenheit dar. Noch sind wir da nicht angekommen, aber der Markt bewegt sich hier runter und nähert sich der interessanten Kaufzone hier. Wir haben zwar vorher schon eine Kaufzone gehabt, die war hier. Davon haben wir uns auch mal kurz wegbewegt, aber mit dem neuen Low hier ist die sozusagen erstmal außer Kraft gesetzt worden und die zweite Kaufzone hier, das war die erste Kaufzone, wird jetzt hier attraktiv und ja, wir sagen mal, solange wir jetzt nicht einen Aufwärtstrend hier sehen können, den auf Stundenchart, halten wir es für am wahrscheinlichsten, der Markt wird diese Kaufzone noch erreichen. Und wenn wir jetzt auf 60 Minuten Chart uns das ganze Bild angucken, ja, 60 Minuten Chart, dann sehen wir auch einen ganz klaren Abwärtstrend. Dieser ist allerdings, sehen wir auch, nicht mehr weit entfernt von den dicken Unterstützungen um die 1,20. Ja, und auch hier sagen wir, ja, den Abwärtstrend kann man im Moment short spekulieren, weil er eben abwärts ist. Der ist short, solange wir unter diesem bleiben. Aber das macht hier am aktuellen Level keinen Sinn, weil wir kriegen kein gutes Risk-Reward, weil das wäre hier ein vernünftiger Stopp. Das Ziel liegt leicht über der 1,20, da sehen wir schon, kommen wir Richtung 1:1. Das heißt, wer hier short gehen will, der muss zumindest mal ein Pullback bis an diese Tiefs hier abwarten, bevor er sich hier auf die Schwarzseite schlagen kann. Okay, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, wie der Tag heute aussieht. Wir erwarten einen leichten Pullback in den Märkten, wie es sich nach dem Pullback fortsetzt. Darüber sind wir uns auch noch ein bisschen unsicher, werden wir dann aber sozusagen im Day-to-Day-Business einmal arbeiten und morgen im Marktkommentar aktualisieren. Die Zinsmärkte haben wahrscheinlich eine ABC-Korrektur abgeschlossen und die Chance jetzt hier einen Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Der Euro befindet sich noch im Abwärtstrend, ist wahrscheinlich noch nicht fertig. Ja, insgesamt ein Tag ohne die USA ist immer ein bisschen ein müder Trading-Tag, aber die Europäer werden wahrscheinlich die Chance nutzen, ohne die USA einen kleinen Pullback nach oben zu machen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, bye bye, euer Birger.